Im Sonnenaufgang nach unserer zweiten Nacht im Südosten der Insel packen wir langsam zusammen. Es soll ein Stück Richtung Norden gehen, denn trotz der klaren Sicht auf den goldenen Ball der Sonne soll es wieder regnen. Einen Platz haben wir über Park 4 Night schon am Vorabend rausgesucht und machen uns auf den Weg. Weiter geht's vom Campingplatz Cocogorochi zum Campingplatz Sos Flores. Das ist nur eine ungefähr dreiviertel Stunde Fahrt. Es war ein bisschen schwierig, was zu finden, was auf hat und was nicht belegt ist. Aber ich glaube, das lag eher am Wochenende. Jetzt heute am Montag sieht das Ganze schon wieder besser aus. So, Sos Flores war nix. Hat uns nicht gefallen. War irgendwie ziemlich ramschig und einen Platz am Meer haben wir auch nicht gekriegt, obwohl es relativ leer war. Ich glaube, es lag daran, dass wir nur in Anführungsstrichen zwei Nächte bleiben wollten und dann vergeben die wenigen Plätze am Meer nicht. Der Rest war eher so semi. Hat uns nicht gefallen. Waren aber auch nur 15 Minuten Fahrt zu einem nächsten Platz, den wir noch auf dem Schirm hatten. Und zwar ist das hier der Platz Cavallo Bianco, also das weiße Pferd. Und wir stehen hier in einem Pinienwald und der ist direkt am Meer. Noch im Trockenen erreichen wir den Campingplatz und finden einen tollen Pitch im Pinienwald direkt am Meer. Heute ist es eher wie an der Nordsee. Das kann natürlich auch vorkommen in der Vorsaison. Hui. Auch Cavallo Bianco entspricht dem typischen italienischen Campingstandard. Es ist alles vorhanden, fast immer sauber und ein wenig in die Jahre gekommen. Es regnet in Strömen, dafür kann natürlich der Platz nichts. Die Stellplätze unter den Pinien sind natürlich malerisch schön, aber dadurch, dass das so dermaßen viele Pinien sind, ist es auch ganz schön schwierig, da zu manövrieren. Wir stehen jetzt auf einem großen Platz, direkt am Meer, nehmen Strom und müssen dafür pro Nacht 30 Euro bezahlen, was ich völlig okay finde. Die Duschen hier sind topmodern. Beim Klo sieht es schon wieder anders aus. Das sind Stehklos. Da dachte ich eigentlich, dass diese Ära vorbei wäre, aber ist es nicht. Zwei Kloschüsseln gibt es immerhin. Das wird jetzt in der Vorsaison bestimmt ausreichen, aber in der Hauptsaison weiß ich nicht so genau. Ja, also zwei Nächte bleiben wir hier und freuen uns, hoffen natürlich, dass es aufhört zu regnen, aber man kann nicht immer schönes Wetter haben. Ja, ein Restaurant gibt es hier, das hat heute Ruhetag, weiß nicht, was für ein Tag ist. Ansonsten hat das auch auf. Man kann zu Fuß, sagte der Platzwart, der gebrochen Deutsch spricht, zu Fuß 2 Kilometer bis in die Stadt zu Fuß gehen. Und man kann hier auch den Brötchenservice nutzen. Also ist eigentlich fast alles, selbst jetzt in der Vorsaison, schon da. Da es sich mittlerweile etwas eingeregnet hat, nehmen wir uns mal die Preisliste vor. Es ist nämlich das erste Mal, dass wir so eine in gedruckter Form von einem Campingplatz bekommen. Wir haben hier von dem Chef des Platzes einen kleinen gelben Zettel bekommen. Und das ist ganz interessant, weil wir sowas bisher noch nicht bekommen haben auf Sardinien, dass tatsächlich die Preise in 4 verschiedene Kategorien gestaffelt sind. Dieser Zettel ist auf Deutsch. Hier gibt es also die Hochsaison, mittlere Saison, Nebensaison und sehr niedrige Saison. In der sehr niedrigen Saison, in der wir uns jetzt befinden, die den ganzen Mai und den ganzen Oktober über gilt, kostet jeder Erwachsene 8 Euro. Unser 6,40 Meter Gefährt braucht einen großen Stellplatz im Pinienwald. Der kostet 11 Euro. Also ist man bei 27. Lichtpunkt, und damit bezeichnen die Italiener generell Strom, kostet nochmal 4 Euro. Und da wir einen Platz mit Meerblick haben, zahlen wir auch nochmal 4 Euro. Alles inklusive ist das in der sehr niedrigen Saison 30 Euro. Wenn man das Ganze jetzt in der Hochsaison berechnet, das ist vom 1.8. bis 31.8., da ist hier am meisten los, wir haben auch die Italiener Urlaub, da kostet der Erwachsene
schon 14 Euro. Der Preis für Lichtpunkt, also für Strom, bleibt gleich mit 4 Euro. Aber der große Stellplatz im Pinienwald, den wir jetzt haben und für den wir 11 bezahlen, der kostet dann 18 Euro. Das heißt, würde man das alles so machen, wie wir das jetzt machen, würde es 54 anstelle von 30 Euro kosten. Den Rest des regnerischen Abends verbringen wir bis zum nächsten Morgen im Auto. Heute regnet es nicht. Gestern haben wir 9 Stunden und mehr Regen gehabt. Das war so ein bisschen unschön, so direkt vor dem Strand und dem Meer, aber ist halt jetzt so. Heute war es schön sonnig, die letzten Wolken haben sich am Morgen verflüchtigt. Und ja, wir haben eine gute Nacht verbracht und auch einen schönen Tag. Wir sind mal in das Örtchen reingelaufen, Lotzorei. Da gibt es, was ist heute für ein Tag? Dienstag. Dienstagsmarkt, den man jetzt nicht unbedingt gesehen haben muss. Der bestand aus einem Gemüsestand und einer Hähnchenbraterei und einem Afrikaner, der originalafrikanische Fälschung verkauft hat. Genau. Ja, das muss man nicht machen. Auf Sardinien ist jeden Tag irgendwo Markt. Die Frage ist nur, ob man gerade in der Nähe einer Stadt ist, die gerade Markt hat, aber dieses Glück hatten wir. Wir trinken noch einen Kaffee in der nahegelegenen Bar und machen uns dann wieder auf den Rückweg. Also ich denke, der Vorteil ist, wenn man in der Hauptsaison hier ist, dass man einfach unter Pinien steht und dass es halt extrem schattig ist dann. Die Sonne geht über dem Meer auf, das heißt, man hat Morgensonne und ab dem Mittag eigentlich fängt es an, schattig zu werden, selbst wenn man in vorderster Front steht. Das ist echt ganz angenehm und es ist irgendwie kuschelig zwischen den Bäumen, es hat was. Es ist zwar echt ein bisschen schwierig zu manövrieren und irgendwie zu schauen, dass man durch die Bäume durchkommt mit dem Auto. Da muss man so ein bisschen kurbeln und versuchen, nicht im Sand stecken zu bleiben. Ja. Wir hatten einen Nachbarn, der das Problem hatte. Der hat sich dann was unter die Reifen gelegt, damit er irgendwie wieder rauskam. Zur Not hätten die hier, glaube ich, auch noch einen Traktor. Aber das muss ja nicht sein. Ja, genau, also falls ihr einen voll integrierten habt mit über 7 Meter Länge, das wird fast unmöglich, direkt ans Meer zu kommen. Im Pinienwald findet man sicherlich einen Stellplatz, aber das ist Kurverei und Kurbelei. Generell zu den Campingplätzen auf Sardinien, der Standard ist nicht der höchste. Die Waschmöglichkeiten, also sowohl die Klos wie auch die Duschen, sind, also wenn man Glück hat, nur 30 Jahre alt, sonst 40 oder 50. Das muss man einfach wissen. Glamping ist hier nicht. Und ich muss für meinen Teil ehrlich sagen, ich freue mich schon mal irgendwann wieder auf einer etwas moderneren Toilette sitzen zu können, die auch eine Klobrille hat, aber Italien und Klobrillen ist irgendwie anscheinend nicht so. Wir verstehen das immer noch nicht so richtig. Das war in der Toskana ganz genauso. Ja, ne? Genau. Also kein Toilettenpapier, keine Klobrillen. So what? Tatsächlich haben wir uns an diesen schönen Stränden immer noch nicht satt gesehen. Also verbringen wir diesen Tag nach dem anstrengenden Ausflug schlafend und dösend am Strand, um am nächsten Morgen wieder aufzubrechen. Wir machen auf dem Weg noch einen Abstecher in ein Delikatessengeschäft, denn ein solches haben wir bisher noch nicht besucht und tatsächlich ist es faszinierend, wie die Sachen schmecken, wenn man sie nicht im Supermarkt einkauft. Und endlich scheint sich der Regen ein für alle Mal verflüchtigt zu haben. Das hebt die Stimmung. Eine Insel mit vielen Bergen und dem schönen blauen Meer. Mit viel Tunnels und Gleisen und dem Eisenbahnverkehr. Ja, wie mag die Insel heißen? Rundherum ist schöner Strand. Jeder sollte einmal reisen in das schöne Sardinland. Wir sind auf dem Weg in ein Nurage-Dorf. Diese Steintürme finden sich überall auf der Insel und sind bis zu 4000 Jahre alt. Sie dienten als Verteidigungsanlagen, als religiöse Orte oder einfach als Wohnhäuser. Wir befinden uns hier an diesem uralten Nurage-Dorf. Das war noch vor dem Jesuskindchen. Die Römer führten den Begriff Nurage rund 300 Jahre nach Christus ein.
Was er genau bedeutet, darüber ist man sich nicht im Klaren. Rund 7000 dieser Steintürme finden sich heute noch auf Sardinien. Man nimmt an, dass es mal 10.000 gewesen sind. Am häufigsten sind sie im Westen und im Inselzentrum zu finden. Einige, wie die Ansammlung in diesem Dorf, wurden aufwendig freigelegt und restauriert. Andere stehen einfach in der Gegend herum. Ausgegraben und gefunden wurde das in den mittleren bis späten 30er Jahren und seitdem ist es frei zugänglich. Man kann hier überall durchlaufen, es gibt keine festen Wege, keine Absperrungen wie sonst so häufig. Das Einzige, was uns die halbfreundliche Dame am Eingang gesagt hat, don't climb on the walls. Also man darf natürlich nicht hier hochklettern, aber geht auch so. Ja, ist faszinierend. Wenn man sich überlegt, seit wie vielen Jahrtausenden es hier Zivilisationen gibt. Und noch einen Ausflug haben wir heute vor. Wir wollen in eine der wenigen zugänglichen Tropfsteinhöhlen auf Sardinien. Es gibt zwar einige hundert, heißt es, aber zugänglich sind nur eine Handvoll. Leider darf man, auch zum Schutz der Tiere, aber natürlich auch der Felsformationen, hier drin weder filmen noch fotografieren. Also habe ich mich an den Bildern aus dem Instagram-Profil der Grotte bedient. Und dann wurde unsere Reise zu einem echten Abenteuerurlaub. Die Straßen wurden schlechter und immer enger. Wahrscheinlich führte uns das Navi auf diesen Weg, da wir von der Höhle aus gestartet waren und dies der schnellste Weg war. Aber die Fahrbahn war so schmal, dass wir immer wieder zurücksetzen mussten und bei Gegenverkehr wurde es wirklich brenzlig. Was waren wir froh, als wir endlich am angepeilten Agriturismo ankamen. Der Ort liegt versteckt und für die meisten Reisenden wohl nicht auf der Strecke. Trotzdem hat man sich viel Mühe gemacht, den Platz wohnmobilfreundlich zu gestalten, mit Strom, Licht und frisch gemähten Flächen. Wir waren an diesem Abend aber auf dem Stellplatz und im Restaurant komplett alleine. Der Begriff Agriturismo besteht aus den beiden italienischen Worten Agricoltura für Landwirtschaft und Turismo für, naja, Tourismus. Es sind Höfe, die zwar noch aktiv Landwirtschaft betreiben, aber mit dem Beherbergen von Reisenden ein oftmals essentielles zweites Standbein haben. Der Einfachheit halber mache ich das jetzt heute mal so aus unserem Badezimmer. Wir haben die Nacht im Agriturismo Paulesa verbracht. 25 Euro kostet hier das Stehen, inklusive Strom. Es gibt auch ein WC und eine Dusche, die man benutzen kann. Das ist dann nur für die Camper. Das ist wunderbar, haben wir heute ausprobiert. Wenn man essen möchte, bekommt man ein sogenanntes Degustationsmenü. Das heißt, das ist von allem ein bisschen, man wird trotzdem mehr als satt, selbst wir. Also wir konnten am Ende nicht mehr und das war jetzt das erste Mal, dass man wirklich eine etwas gehobenere sardische Küche hier bekommen hat. Das andere Agriturismo von Ambrosio, genau, das war auch sehr lecker, aber hier war eben die Vielfalt deutlich breiter. Ja, wir sind jetzt mittlerweile an der Ostküste angekommen und hier werden Campingplätze und Stellplätze teurer. Die 25 Euro, die wir hier pro Nacht bezahlt haben, beinhalten das Essen nicht. Das muss man nochmal bezahlen. Das kostet ungefähr 35 Euro pro Person. Da ist dann aber auch wirklich alles inklusive. Also sowohl Wasser wie auch Wein, wie auch sämtliche Speisen. Man kann auch tatsächlich nachbestellen und wurden von einer sehr freundlichen jungen Dame, die auch gut Englisch sprach, hier bedient. Ja, das war schon mal super. Zu erwähnen wäre noch, dass in dem Badezimmer oder Klo-Badezimmer-Kombination von Paulesa tatsächlich auch Klopapier existiert hat. Eine absolute Seltenheit.
So, wir gucken, wo wir heute weiterfahren, nachdem wir gestern einen etwas schwierigeren Tag hatten mit dieser Spitzkehre auf Spitzkehre. Schauen wir mal, wo wir heute hinfahren. Ich glaube, so richtig lange Strecken werden wir heute nicht mehr fahren. Aber mal sehen. Auf jeden Fall ist es jetzt ungefähr 9 Uhr. Man konnte einen schönen Sonnenaufgang über dem Meer sehen, wenn man vorne auf die Terrasse des Agriturismo gegangen ist. Und das war ein guter Einstieg in den Tag. Vielleicht noch eine Sache. Das Agriturismo hier ist nicht so einfach zu finden. Auf Park4Night hat es nur die Straße angegeben. Es ist eine relativ kurze Zufahrt. Die Abfahrt oder Abzweigung von der Straße, die man nicht verpassen darf, es sind allerdings Hinweisschilder, da sollte man etwas langsamer drüber fahren, weil wie so häufig in Italien ist das ein bisschen holprig. Aber ansonsten geht das hier. Die Plätze sind wirklich schön angelegt. Es gibt Licht, es gibt Strom, es gibt so einen kleinen Picknickplatz da hinten noch. Das ist wirklich schön gemacht. Und 25 Euro inklusive alles, inklusive allem, ist, glaube ich, auch kein schlechter Preis. Ob das in der Hochsaison anders wird oder anders ist, weiß ich nicht. Aber ich finde vor allen Dingen, dass die 35 Euro für das Degustationsmenü wirklich gut investiert sind. Also wir haben jetzt alles inklusive hier für zwei Personen, den Camper und das Essen, 96 Euro bezahlt. Das würden wir jetzt nicht jeden Tag machen, aber man sollte sich es auf jeden Fall von Zeit zu Zeit oder zumindest mindestens einmal wirklich gönnen. Ja, so sieht's aus. Wir haben jetzt von anderen Campern gehört, im Süden ist es immer noch günstiger. Wir sollen wieder in den Süden fahren. Aber da waren wir ja schon. Und diese ganzen Bergüberfahrten, Sardinien ist wirklich bergig. Nicht nur Korsika, sondern auch Sardinien hat eine Menge an Gebirgen. Ja, mal gucken, ob wir uns das jetzt nochmal antun. Wir werden jetzt erstmal in Ruhe frühstücken und dann gucken, wie der Tag weitergeht. Eigentlich versuchen wir Campingplätze ja zu meiden, aber hin und wieder ist es eben doch ganz praktisch, eine Vollversorgung zu haben. Also fahren wir in den hohen Norden der Insel zum Campingplatz Cala Ginepro, einem Platz mit 460 Pitches in der Nähe von Orosei. Reserviert haben wir vorher mal wieder nicht und vertrauen auf unser Glück. Und tatsächlich, es sind doch noch eine ganze Menge Plätze frei und wir suchen uns den für uns schönsten aus. Wir sind angekommen auf dem Campingplatz Cala Ginepro, wie ihr hier seht. Ein ziemlich großer und gut strukturierter und durchdachter Campingplatz. Ich glaube, wir haben es hier gut getroffen, was die Toiletten angeht. Unser ewiges Thema. Es gibt Klobrillen, Toilettenpapier und warme Duschen im Preis inbegriffen. Und es gibt sogar ein Becken, bei dem man Fische ausnehmen darf. Es gibt öffentliche Wäschespinnen. Also es ist schon ziemlich abgefahren, an was die hier alles gedacht haben. Es war auch total geil, weil als wir auf den Platz fuhren und dann unseren ausgeguckten Standplatz nicht mehr gefunden haben, kam auf einmal jemand mit so einem Caddy gefahren und hat uns so gewunken. Und wir haben gedacht, woher weiß der Mann, wohin wir wollen? Und er hat uns tatsächlich exakt zu dem Platz gebracht, wohin wir wollten. Wir vermuten, dass die bei der Rezeption ja unser Kennzeichen hatten und wir hatten angegeben, zu welchem Platz wir wollten. Und die sich wahrscheinlich hier über Handy oder Walkie-Talkie oder was auch immer verständigen. Also das ist schon krass gut organisiert. Ist halt immer die Frage, ob man Bock hat, auf so einem großen Platz zu stehen. Aber ich glaube, das ist tendenziell ein cooler Platz für Nebensaison. Vielleicht auch für September, Oktober oder sowas nach den Ferien. Also lustigerweise hing da ein Kalender an der Rezeption und der stand noch auf Oktober 22, was für uns heißt, es hat gerade erst begonnen. Tatsächlich ist Cala Ginepro der für uns beste Campingplatz auf der ganzen Reise. Und das liegt nicht nur am Klopapier und den Restaurants oder dem Minimarkt, sondern an der Atmosphäre und dem direkten Zugang zu gleich drei Stränden direkt vom Campingplatz aus. Die Anlage ist so groß, dass sich jetzt zur Nebensaison alles wunderbar verläuft und Ruhe herrscht.
In der Hauptsaison, erfahren wir später, ist es hier hingegen sehr voll und sehr laut. Aber wir sind ja zur Nebensaison unterwegs. Wir legen mal wieder einen Strandtag ein. Ich traue mich zum zweiten Mal ins 16 Grad kalte Wasser. Aber vor allem genießen wir den feinen weißen Sand und den Blick auf das azurblaue Meer. Denn so ganz langsam nähert sich unsere Reise dem Ende. Doch noch haben wir ein paar Tage und ein paar solcher schöner Sonnenuntergänge. Eigentlich hatten wir ja gehofft, den Regen endlich hinter uns gelassen zu haben, aber am Tag unserer Abreise werden wir eines Besseren belehrt. Wir verlassen den Camping Ginepro und wie ihr sehen könnt, es regnet. Das ist der dritte Regentag, seit wir auf Sardinien sind, also absolut zu verschmerzen, aber Spaß macht es halt trotzdem nicht. Es ist angesagt, dass es heute wirklich überall auf der Insel regnet und dann haben wir uns einen Platz gesucht in der Nähe von San Teodoro, wo es zumindest morgen nicht regnen soll. Und da werden wir jetzt hinfahren. Ankunft. Ziel auf der linken Seite. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns auf Cala Ginepro so wohl gefühlt haben. Hier ist es genau das Gegenteil. Der Platz ist irgendwie wieder etwas schmuddelig, die Pitch ist sehr eng, auf den Sanitärgebäuden riecht es sonderbar und naja, den Strand kann man eben nicht nutzen. Aber es ist nur für eine Nacht und diese eine Nacht kriegen wir hier auch gut rum. Einer der schönsten Eckchen und Fleckchen auf Sardinien, so heißt es immer wieder, soll die Costa Smeralda sein. Und hier fahren wir hin, auf den Campingplatz Isoleda, der nochmal auf einer Art Insel liegt. Es ist mit Sicherheit nicht der günstigste Campingplatz, aber wir suchen etwas, von dem aus wir schnell auf der Fähre sind. Dieser Platz war im Internet halbwegs gut bewertet, aber das waren die meisten anderen auch, und ist mal wieder ziemlich groß. Nach unserer Ankunft werden wir von einem etwas mürrischen Herrn in einem Golfcaddy herumgefahren, der uns die letzten freien Pitches zeigt. Dass wir am Ende die falsche Wahl treffen, dazu später mehr. Aber der Platz sieht toll aus und es regnet nicht und wir haben aus zweiter Lage durch Zufall einen unverbauten Blick auf Strand und Meer. Wir haben jetzt den letzten Campingplatz für diese Sardinienreise erreicht. Isoleda heißt er mit Doppel-D. Ausgewählt haben wir ihn vor allen Dingen, weil er günstig an Olbia liegt, von wo wir morgen die Fähre nach Hause nehmen. Es ist mit Abstand der teuerste Campingplatz auf dieser Reise und abgesehen vom Einweltli in der Schweiz auch der teuerste, den wir jemals besucht haben. 46 Euro für den günstigsten Stellplatz und zwei Personen zahlen wir hier pro Nacht. Das ist echt schon ziemlich teuer. Die Plätze für diese günstigste Kategorie sind winzig, also unser Auto passt gerade mal so da drauf mit 6,40 Meter. Inkludiert sind Warmwasser, Duschen und Strom und auch Frischwasserversorgung. Und tatsächlich sind das somit die modernsten Duschen, die wir auf dieser Insel hier gesehen haben. Sind auch nicht zeitlich begrenzt oder sowas. Was man zu dem Isoleta-Platz noch sagen muss, man muss hier eine Umweltabgabe bezahlen. Wer die bekommt und warum man die bezahlen muss als Camper, weiß ich nicht. Auf keinem anderen Platz mussten wir sowas bisher bezahlen. Das sind nochmal pro Tag und pro Person 2,80 Euro. Weiß nicht wieso, aber kostet ebenso viel. Wer WLAN haben möchte, muss 5 Euro am Tag zusätzlich bezahlen
Und ohnehin kostet hier praktisch alles nochmal zusätzlich. Das ist echt ein Hammer. Die 46 Euro, die wir bezahlen, ist die günstigste Möglichkeit, hier zu stehen. Jetzt kann man natürlich zu Recht sagen, sucht euch doch einen anderen Platz. Und wir haben auch einen Stellplatz gesucht, aber in einer Entfernung, dass wir morgen in weniger als anderthalb Stunden zur Fähre kommen, haben wir keinen gefunden. Ist halt nicht so. Die anderen Campingplätze sind ähnlich preislich oder haben noch geschlossen. Ist eben so. Was dieser Platz trotz des Preises auch nicht hat, ist Seife oder Klopapier. Das muss man sich selbst mitbringen. Und da muss ich sagen, bei dem Preis ist das dann schon nah an der Frechheit. Oder an der Ignoranz oder an der Gleichgültigkeit. Ich weiß es nicht. Die Duschen sind, wenn man nach dem Säubern kommt, auch sauber. Aber danach eben schon nicht mehr, weil alles nass ist. Man kann sich kaum irgendwie ausbreiten. Man muss seine Sachen auf den Klodeckel legen, wenn denn einer da ist. Ich finde es einfach ungünstig. Für 46 Euro erwarte ich da einfach verdammt nochmal mehr. Und ich erwarte Klopapier. Hinzu kommt, dass das kein klassischer Campingplatz ist, sondern es ist ein Sammelsurium an allen möglichen Unterkunftsarten, die man sich so als Urlauber vorstellen kann. Ein ganz kleiner Hotelkomplex, relativ am Anfang. Dann kommen Unmengen von Rolling Homes oder eben Bungalows auf Rädern aus verschiedenen Jahrzehnten. Und zwar alle ganz dicht und eng beieinander. Außerdem noch so ein paar Hütten, die, glaube ich, aus Stein sind. Und noch so ein paar Hütten aus Holz. Also hier ist einfach alles. Ich möchte nicht wissen, was hier für ein Radau in der Vorsaison herrscht. Und in der Vorsaison, das auch nochmal zu den Preisen, kann man ohne Probleme 180 Euro für einen Campingplatz bezahlen, wenn man das möchte. Ich glaube, die allergünstigste Möglichkeit war immer noch dreistellig, irgendwas um die 100 Euro. Da muss ich jetzt einfach mal sagen, wenn ihr diesen Platz nicht anfahren müsst, lasst es. Es ist einfach extrem laut auf diesem Campingplatz durch die vielen kleinen Kinder, die ab 6 Uhr morgens wach sind und wirklich Radau machen. Um uns rum die 5, 6 Plätze um unser Auto herum sind alle belegt mit Familien mit kleinen und Kleinstkindern. Natürlich sollen die auch Urlaub machen und auch ist alles okay und das ist eben so, wie es ist. Aber für uns ist es wirklich nervig und anstrengend. Ich kann es leider nicht anders sagen. Was haben wir daraus gelernt? Oder zumindest ich. Darauf achten, dass man nicht mehr auf Campingplätze fährt, selbst jetzt in der Vorsaison, die als familienfreundlich gekennzeichnet sind. Das ist einfach für uns nicht passend. Ja, wir werden gucken, dass wir den Tag außerhalb des Campingplatzes irgendwie verbringen. Vielleicht auch mal einen kleinen Spaziergang ins nächste Örtchen machen. Das wäre so eine Dreiviertelstunde. Als wir losgegangen sind, merken wir, warum diese Ecke auf Sardinien so beliebt ist. Sie ist wirklich wunderschön. Und unser Spaziergang macht uns richtig viel Spaß. Wir haben jetzt durch Zufall gemerkt, dass heute in Canignone, ich glaube, so ähnlich spricht man es aus, Markt ist. Und da werden wir jetzt mal hinmarschieren. Das ist genau die Art von Markt, die ich erhofft hatte zu sehen. Zwar brauchen wir keine Körbchen und eigentlich auch kein Honig, aber das meiste konnte man probieren, es war sehr lecker oder doch zumindest interessant und wir haben ein bisschen Obst eingekauft für die Reise. Es war ein voller Erfolg und hat großen Spaß gemacht. Nach einem letzten Tee bzw. Kaffee und einem letzten Hörnchen machen wir uns wieder auf den Rückweg. Ja, wir fahren dann morgen früh weiter zum Hafen nach Olbia, von da nach Livorno und dann ist die Reise bis auf die paar Rückreisetage für uns auch beendet. Es wird noch ein Fazitvideo geben, in dem wir alle unsere persönlichen Einschätzungen zu dieser Vorsaisonreise im April, Mai 2023 nochmal schildern. Für uns war es das jetzt erstmal. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr uns begleitet habt und ich hoffe, dass ihr ein paar wertvolle Tipps für euch, für Sardinien findet. Hoffe, dass ihr, wenn ihr die Insel besucht, ähnlich schöne Erfahrungen macht wie wir und hoffe tatsächlich, dass euch diese Videos irgendwie bei der Reise helfen können und vielleicht ein paar Eindrücke geben können, die ihr so noch nicht hattet oder zumindest zusammen mit anderen Urlaubsbloggern und Reiseführern ein etwas komplettierenderes Bild bieten. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Reise. Musik.
Der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, dass wir auch auf der Fährfahrt zurück sehr wenig Mitpassagiere hatten und die Fähre pünktlich in Livorno ankam. Wir haben spontan noch eine Nacht in Lucca verbracht auf einem Stellplatz, da aber schon nicht mehr gefilmt. Und nach einem schönen Tag in der herrlichen toskanischen Stadt ging es dann unweigerlich Richtung zu Hause. Eine Sache hat für uns den Abschiedsschmerz am Ende noch etwas gelindert, und das war die Nacht auf dem Gotthard. Am Tag unserer Abreise aus Olbia öffnete auch der Pass vorerst tagsüber, sodass wir eine herrlich ruhige Nacht zwischen Gletscherseen, schneebedeckten Gipfeln und mit einem kleinen Besucher verbrachten. Es war eine gelungene Reise, und wir freuen uns jetzt schon auf die nächste.